bitte. Hallo, ja klar, gerne. So, das macht dann einmal 200,34 €. Was, für diese 4-5 Sachen? Ja, die Inflation, was soll ich Ihnen sagen? Würde mein Erfolg mal so steigen wie die Inflation? Mit der Karte bitte. Ja, klar, gerne. Psst, er kommt! Servus. Ich war schon darauf vorbereitet, dass Sie mich auslachen. Mich juckt. Aber warte mal, warum lachst du eigentlich? Du bist auch raus. Ja, aber bei mir war es klar. So, ihr Lappen, Tabellenupdate. Jana, der Erste. Hallo. Komm, Jana, Abfahrt, der Zweite. Leck mir Moor, sieh mich. Ja, ich würde sagen, Didi und Lothar gefällt das. Didi und Lothar. Psst, nicht so laut, sonst rastet der aus. Geiles Interview gewesen. So, der Dritte. Ich nehme an, Dortmund. Nein, ich. Was? Wo ist denn Dortmund 04? Junge, ist das peinlich. Aber was der Wahnsinn, Mann. Einmal Lappen, immer Lappen. So, kommen wir zum Fünften. Ich bin auf dem Fünften. Junge, von Borussia Dortmund zu Dortmund 04 und jetzt zum fünften Platz. Ist das peinlich. Endlich gibt es wieder die Weihnachtsdrinks bei Starbucks. Ich warte ohne Witz immer das ganze Jahr auf diese Drinks. In Amerika sind die noch viel krasser. Leider gibt es nicht so viel Auswahl in Deutschland, aber die sind trotzdem gut. Einmal habe ich hier den Toffee Nut Frappuccino. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr lecker aus. Und dann habe ich noch einen zweiten bestellt, weil wenn schon, denn schon. Und zwar den Lebkuchen Latte. Und der klingt auch richtig lecker und sieht auch sehr lecker aus. Freue mich sehr, dass es jetzt die Weihnachtsdrinks wieder gibt bei Starbucks. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt oder ob noch mehr kommen. Ich habe jetzt einfach die beiden bestellt, weil ich die beiden gesehen habe bei Uber Eats. Ey Leute, beides zusammen ist geil. Naja, auf jeden Fall, das ist jetzt euer Zeichen, zu Starbucks zu gehen und die neuen Drinks zu probieren. Und wir sehen uns, bye! Ich darf in einem neuen Kinofilm mitsprechen und den Film nehmen wir aber nicht in Berlin auf, sondern in Halle. Deshalb bin ich gerade in Halle und ich war noch nie hier und dachte mir deshalb nach der Arbeit, dass ich mir mal die Stadt angucke. Und ich muss sagen, die Stadt ist wirklich viel, viel schöner, als ich gedacht habe. Ich dachte irgendwie, hier gibt es gar nichts, aber es war wirklich super schön. Es gab viele Läden, es war alles schön weihnachtlich schon. Ich habe ein paar Sachen geshoppt und ich hätte das nicht gedacht. Es gab sogar einen riesen New Yorker mit 4 Stockwerken. Dann habe ich noch einen super süßen Laden gefunden, wo ich mir erstmal einen Bubble Tea geholt habe. Der war übrigens auch sehr, sehr lecker. Dann bin ich wieder ins Hotel gelaufen und ja, ich bin jetzt hier die nächsten Tage, also schreibt mir gerne Tipps. Okay Leute, Ratequiz. Ich bin gerade am Hamburger Flughafen auf dem Miles-Parkplatz und wir schauen jetzt, wie viele Mills wir auf dem Weg bis zum Flughafen finden. Lass ich zählen, Nummer 1, ganz eindeutige Nummer 2, Nummer 3. Kein Mills, aber ein ganz spezielles Exemplar Mile. Hier haben wir noch ein Shiny-Pokémon, Mil. Hier haben wir einen richtigen Epic Loot und zwar ein doppeltes Nummer 4 und 5. Oh, und noch Nummer 6. 6,5. Ich hoffe, euch hat das TikTok gefallen. Ihr fandet es nicht komplett mies. Also ich würde sagen, vom Weg von hier bis da, gute Quote. Wieso sprichst du wie so ein Hurensohn? Ich will mal ganz kurz jetzt gucken, Chat, weil jetzt ist jetzt die Frage. Wenigstens war der Safe noch gut, oder Chat? Der letzte Safe war wenigstens noch alright. Man kann ja wirklich nicht speichern, das war ja gar kein Witz von euch. Man muss es am Stück spielen. Ah! Oh mein Gott. Ich wusste, dass ein Jumpscare kam, aber ich habe gerade meine Cam noch angepasst und habe voll vergessen, dass ein Jumpscare kam. Was ist denn hier passiert? Hast du den Boden verkauft oder wieso sehe ich ihn nicht? Ach so, ja, ist gerade bisschen unaufgeräumt. Bisschen unaufgeräumt? Hier schaut es aus, als wurde bei dir eingebrochen. Bla, bla, bla. Schämst du dich nicht? Lieber schäme ich mich kurz einen Moment, als stundenlang aufzuräumen. Wie kannst du dich für diese Rumpelkammer hier nur für einen kurzen Moment schämen? Das ist doch RTL 2 reif. Das schaut aus hier wie ein Drehort für Harz und Herzlich. Okay, übertreib nicht. Hier könntest du die Trödeltruppe herschicken und die hätten keinen Bock, dein Zeug auszumisten. Boah, von wann ist das? Alter, die Brotdose hat dich gesucht. Ist schon Jahre her. Juch, oha, du kleiner Eklon. Ich leg die wieder hier hin. Die krabbelt sowieso bald alleine davon weg. Morgen.
Willst du mich eigentlich... Landmannjagd, frierst du nicht? Warum sollte ich? Ist doch gar nicht kalt. Digga, ich hab grad eiskalt Schneeflocken gefurzt und du willst mir sagen, es ist nicht kalt? Ich friere so sehr, ich hab nicht mal Gänsehaut, das ist Raufasertapete. Und du willst mir sagen, es ist nicht kalt? Zumindest macht mir die Kälte nichts aus. Wayo, ich glaube, deine Mutter hatte mal was mit dem Schneemann und sie selbst ist die Eiskönigin und dabei bist du rausgekommen. Anders kann ich mir deinen Dachschaden nicht erklären. Leute, bevor wir mit dem Unterricht anfangen, lüftet hier bitte noch einmal ordentlich durch. Oh ja, bitte, ich schwitz schon. Dann ist es ja keine Unterwäsche, sondern es ist dein Badeanzug und der ist legitim, wenn du schwimmen gehst. Wenn ich zu Hause sitze und einen Boxershorts. Oh, ich sollte keine Pepsi reden, bevor ich viel quatschen will. Justus, danke dir für 10 Gegiftete. Schmutz. Kuss, meine ich natürlich. Ich hau 2 Löffel Gamers Only rein, Bodi. 2 Löffel VGA hau ich rein. VGD. Also Milch kann man nicht zu jedem Getränk trinken. Moin. Nicht zu jedem Essen. Wir können, wenn ihr Lust habt. Genau, wenn ihr Lust habt, können wir später. Ich merke es ja, die Leggy lobt auf jeden Fall. Pietro war aber Lombardi. Es gehört erst Müsli in die Schüssel und dann Zahnpasta, Digga. Ich wäre ja nicht Monte, wenn ich nicht Monte wäre. Wir wissen alle, dass PC-Spieler vom Aiming, vom Movement stärker sind als Xbox-Spieler. Und PC-Spieler. Wenn ich eine Kopfschmerztablette reinhaut, dann lest ihr euch auch nicht den Bugpipe, wie nennt man das nochmal? Sag schnell, wie nennt man das denn nochmal? Bugpipe-Zettel? Leslie Bunny akzeptiert keine Freundschaftsanfragen. Wie cool bist du denn? Ja. Wow. Krieg ich ein Autogramm? Du bist so cool für mich. Ist dein Name überhaupt Leslie? Alessia. Alessia? Das habe ich noch niemanden gefragt. Wie stellst du dich mir vor anhand meiner Stimme? Interessant. Blond auf jeden Fall. Oha. Warte. Wir reden mal Pizza essen. Ist das ein Date? Margarita geht weiter. Klein? Okay, was ist klein für dich? 1,60. Junge, jetzt machst du mir aber Angst. Bist du Akinator oder so? Ach, du Cam-Mann. Warum? Ich würde niemals mit Cam zocken. Bist du ein Hacker? Sag es mir. Digga, du bist scary. What the Wir haben uns dieses Jahr wieder gegenseitig Adventskalender gemacht und heute öffnen wir Türchen Nummer 1. Hier steht mein Adventskalender und hier ist Türchen Nummer 1. Also, das gehört wohl irgendwie dazu. Und hier ist es ein Selfie-Stick bzw. ein Stativ. Mit Selbstauslöser. Alter. Und ist jetzt das hier noch. Weil, du hast schon wieder vergessen, den Preis abzumachen. Aber es sind Tannenbaumkugeln. In einem richtig schönen Grünton. Und zwar 3 Stück, aber die sind richtig schön. Dankeschön. Habt ihr schon mal eine Hotdog-Pasta gegessen? Ich habe das auf TikTok gesehen, musste es unbedingt nachmachen. Ich habe erstmal Nudeln gekocht, eine Zwiebel und so Veggie-Würstchen angebraten. Dann kam noch Tomatenmark, Senf und ein bisschen Mayo hinzu. Ich war ein bisschen skeptisch, aber damit es auch eine Soße wird, habe ich ein bisschen Pastawasser reingemacht, ein paar Gürkchen und zum Schluss noch die Nudeln. Das Ganze wurde verrührt und es kam auch noch ein paar Röstzwiebel oben drauf. Taste-Test. Als Pasta. Geil. Mein Freund und ich sind seit letzter Woche 6 Jahre zusammen und ich habe die Frage bekommen, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich dachte, das beantworte ich mal. Es war aber nichts Außergewöhnliches. Wir haben uns durch die Schule kennengelernt, sind erstmal in eine Parallelklasse gegangen und hatten nichts miteinander zu tun. Irgendwann sind wir dann in eine Klasse gekommen und waren auch die ganze Zeit richtig gut befreundet. Aber wir hatten dann jeweils erstmal eine andere Beziehung. Wir waren aber währenddessen trotzdem noch die ganze Zeit befreundet und das hat dann halt irgendwann nicht mehr gehalten. Also die Beziehungen, die wir beide davor hatten, haben jeweils nicht gehalten. Wir waren dann beide natürlich super traurig erstmal, aber wir haben uns trotzdem weiterhin noch getroffen, waren halt befreundet. Irgendwann haben wir uns angefangen, immer öfter zu treffen. Wir haben uns immer besser verstanden. Und dann sind wir irgendwann zusammengekommen und das Ganze ist jetzt halt schon 6 Jahre her und ich bin toi 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 immer noch super happy. Wie die Bekloppten, kommt er halt nochmal. Eins kann mir keiner.
touch my tralala. Was hast du schon wieder vor hier? Hallo? Cash Rose, danke schön für den Resort. Hallöchen an alle, schön, dass ihr da seid. DJ Gesser, ja, morgen wird... Ich hab den Chat noch gar nicht so schnell eingeblendet, wie das TikTok-Star drin war. What the hell? Mario, ich hab Gänsehaut. Alter Schwede. Hey babe. Yes. I heard that you like tofu. I like tofu too, but only if you add a CK at the end. I also like tofu with a CK at the end. Hi. Hi. Are you dirty laundry? Yes. Well, good, because I'd like to get you wet and do you till you're done. Oh, that's a good one! Chris! That is Chris. Hello. God, we love Chris. She's the so best.
Ich sehe gerade Bier ist im Angebot. Simakala, probiert Simakala! Simakala! Bamuaka Simakala! 1-1! Ist das zu glauben? Das war der Abgesang, dann kommt Simakala und schmeißt den Ball ein. Ein Tor noch! Heider haut sich rein, verlängert den Ball. Simakala unnachahmlich aus der Umdrehung. 2,5 Minuten! Das Stadion steht! Ein Tor! Nächste Flanke! Heider! Hinten Wiemann! Wiemann setzt sich durch! Wiemann bringt den Ball! Chance zum 2-1! Ist das zu glauben? Wir haben auch gesagt, hier können Sie Stunden spielen bis zum Tor. Jetzt haben Sie es. Und wenn sie noch reinschießen und auf den anderen Plätzen nichts mehr passiert, dann gehen sie hoch. Und zwar direkt. Lotka lässt sich Zeit. Das ist jetzt hier auch mit nichts mehr zu erklären. Das ist jetzt einfach Spannung. Das sind jetzt einfach Emotionen. Und die Frage, gibt es noch diese eine Chance für den VfL? Töpfi, nochmal 60 Sekunden. Heider vorne, Ping-Pong im Strafraum. Das ist die Chance. Das ist das Tor. Das ist das Tor. Tor, 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 Tor. VfL Osnabrück dreht das Spiel. Es ist nicht zu fassen. Wir werden Paderborn dann umsteigen und dann sehen wir weiter, oder? Genau. Ja.
Schnallen schon mal an, wir sind 4 Minuten im Plus. 4 Minuten schneller als das. Als er ist ja nicht mal die Deutsche Bahn, ist ja der Subunternehmer. Der Subunternehmer fährt schneller als die Deutsche Bahn ankommt. Ist doch schon mal geil, oder? Ja. Wir hören uns und sehen uns. Bis dann. Es ist der 22.09.2023. Heute vor 8 Jahren, am exakt gleichen Nachmittag, schaffte es ein Mann, Weltrekorde aufzustellen. Insgesamt 4 Stück. Dieser Mann heißt Robert Lewandowski, damals noch im Trikot des FC Bayern München. Er schaffte in 9 Minuten 5 Tore zu schießen. Dieser Rekord ist bis heute nicht eingestellt worden. Er hat sich in die Guinness-Buch der Rekorde eingetragen dafür, in genau 4 Kategorien. Unvergessen dieser Nachmittag. Ich war live am TV dabei. Man hat gemeint, man ist in einem Schauspieler. Aber es war eine menschliche Schauspielerklasse. Und dieser Mann ist ein Tier gewesen. An diesem Nachmittag. Thank you.
lauf doch hinten rum. Ja,